Ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind diese Special Seepferde, Urpferde-Dinger rausgekommen und zwei mega cute Haustiere. Und die Urpferde stehen hier in Volpinta, da hinten, wo der ganze Haufen ist. Ich hätte nicht erwartet, dass jetzt schon so viele on sind, aber hey, jedenfalls kaufe ich mir heute alle beide von den Pferden und vielleicht auch noch ein Haustier. Das war mein Plan. Okay. Starten wir mit dem, also ich werde das jetzt nicht durchlesen, denn ihr könnt es gerne durchlesen, aber ich bin zu faul. Ja, okay. Pferd kaufen. Ich habe mir noch keinen Namen überlegt. Deswegen. Irgendwas mit Pearl wäre vielleicht cool. Okay, ich habe gleich einen Namen, wenn ich mal das P finden würde. So. Gibt's hier Magic als Anfang oder so irgendwas? Nein. Wow. Ocean Pearl. Wow, ich mag den Namen. Komm, ich nenne die jetzt Ocean Pearl. Yay! Eins von zwei habe ich jetzt gekauft. Woo. Es ging mit dem Namen voll. Ich habe gedacht, jetzt brauche ich wieder 5 Jahre. Aber es geht. So, und dann noch this one. Telina. Ich könnte das wieder gerne durchlesen. Ich mache es jetzt nicht. Okay. Kann ich es vielleicht nochmal so sehen, damit ich vielleicht besser im Namen überlegen bin? Vielleicht auch irgendwas mit Pearl, weil die so zusammengehören. Kind of. Wenn ich das W finde. Wow. Was für W? P. Ich komme gar nicht klar. Pearl. Vielleicht die einfach so Water Pearl wäre vielleicht ganz cool. Kann man das hier machen? Ja, Water Pearl. Wasserperle und Ozeanperle. Ist doch super. Okay. Ich freue mich. Ich weiß, viele fanden diese Urpferde jetzt nicht so cool oder haben sie aufgeregt. Ich finde sie eigentlich schon ganz cool. Und ich schaue mir jetzt noch diese kleinen süßen Haustiere an. Oh, schimmernder Panda Ray. Das Leben ist leicht und unbeschwert für diesen Manta, der sorglos durch die Welt schwebt. Die Ursprünge der Panda Rays sind ein Rätsel, aber man nimmt an, dass sie aus Pandora entkommen sind. So süß. Und die fliegen auch halt neben einem her so. Dieser freundliche Manta erobert alle Herzen. Er hat sich sogar mit einem Seestern angefreundet, der jetzt auf seinem Rücken mitreist. Die Ursprünge der Panda Rays sind ein Rätsel, aber man nimmt an, dass sie aus Pandora gekommen sind. Hä, wie? Oh, das ist wirklich ein Seestern. Oh mein Gott. Ist beim anderen auch irgendwas Special-mäßiges? Nee, aber der ist auch süß. Ich kann doch nicht beide kaufen. Vielleicht kaufe ich, ich kaufe den jetzt nicht. Ich glaube, den kaufe ich mir vielleicht nochmal später. Ich überlege es mir nochmal, ob ich den dann auch kaufe. Aber ich würde den kaufen, weil der halt schimmernd ist und mehr Farben hat.
falls das irgendwie Sinn macht. Aber ich kaufe den. Okay. 400 Starcoins weniger. Mein armes Geld. Oh, da ist er. Habe ich gerade irgendeine Tasche da? Nein. Wow. Aber der ist süß. Jetzt habe ich nur noch 6.755 Starcoins. Yay. Okay, jetzt lasse ich mich abholen. Dann schaue ich mir mein neues Haustier und meine neuen Urpferdchen an. Und ich freue mich. Und jetzt hat wieder zwei neue Pferde zu leveln. Yay! Pferde kaufen ist toll, aber das Leveln. Wieso? Okay. Hallo, bleib stehen, dankeschön. Ich schätze mal, die sind hier. Irgendwo. Hier. Ich mache die jetzt einfach mal hier ran. Und hier. Okay. Das ist Ocean Pearl. Aber ich finde die Färbung schon schön. Ne? Okay, dann werde ich, glaube ich, mit dem jetzt kurz mal rausgehen. Um zu gucken, wie es in der getarnten Form aussieht. Oh, wow. Aber ich finde die schon schön. Die sind so auch mega schön. Wow. Das gefällt mir. Ich glaube, ich besitze eh nur einen Trakehner, deswegen ist das vollkommen okay, dass ich mir die zwei jetzt gekauft habe. Ja. Ja. Das ist fancy. Warte, ich stelle mal schnell. Ich bin unvorbereitet, as fuck, aber egal. Sortiere die Pferde. So. Jetzt kommt noch der zweite Buddy. Und zwar Water Pearl. Oh, das ist auch schön. Das ist halt ein bisschen neutraler, so, weil das eine andere schimmert halt wirklich stark. Das ist halt so ein bisschen neutraler. Halt auch nichts Natürliches, aber ein bisschen. Deswegen. Ja. Das ist auch mega schön. Hier sind auch so Dinger. Ach, keine Ahnung. Aber das ist, ich glaube, von der verwandelten Form, also von, wenn sie bunt sind, die Seepferdchen, gefällt mir, glaube ich, das andere etwas mehr. Aber ich glaube, so in der, wenn sie getarnt sind, gefällt mir das ein bisschen mehr. Aber das andere gefällt mir halt auch. Also mir gefallen schon beide mega. Es gefällt mir. Kann ich jetzt einfach so das Haustier in meiner Tasche machen, auch wenn ich keine Tasche habe? Nein, okay. Dann hole ich mir schnell eine Tasche. So, Ausrüstung. Ach, jetzt brauche ich auch noch einen Sattel. Stressig. Okay, egal, dann mache ich jetzt einfach irgendeinen Sattel. Und irgendeine Tasche. Oh. Oh, es winkt. Oh mein Gott. Es ist so süß. Oh. Okay. Oh mein Gott. Es ist so toll. Oh wow. Oh mein Gott, warte, kann ich? Oh mein Gott, es ist so süß. Ich glaube, das ist das süßeste Haustier aller Zeiten. Das ist ja mal mega süß. Oh mein Gott. Da drin springt es auch herum und winkt. Es ist einfach so süß. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, ich habe genug rumgequietscht, weil es so süß ist. Das war's mit dem Video, glaube ich. Also ich habe mir beide gekauft, weil ich kaufe mir fast immer alle Urpferde. So, ich
glaube, ich bin Upferdesüchtig. Aber ich denke mir so, vielleicht brauche ich die irgendwann was für irgendwas Spezielles und dann bereue ich es, wenn ich sie nicht gekauft habe. Deswegen kaufe ich sie. Und ja, ich finde echt beide mega schön. Vielleicht kaufe ich mir auch noch mal das andere Haustier. Ich glaube, ich mache das auch irgendwann mal. In den nächsten 2 Wochen. Diese Opfer, das sind nur 2 Wochen da. Ah ja, und nächste Woche kommen irgendwelche Sommeraktivitäten. Vielleicht wieder dieses Sommerdingsbums da am Pinterstrand oder so, ich weiß nicht. Aber ja, habt ihr euch auch eins gekauft? Lasst es mich gerne wissen. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in einem anderen Video wieder. Und ja, dann hoffentlich bis irgendwann bald. Tschüssi.